Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, wie gesagt, auf diesem Kanal gehen wir immer ein auf wirklich auf die große ganze Entwicklung, auf die Entwicklung, die hinter den politischen Ereignissen steht und damit natürlich auch auf die Entwicklung und auf die Möglichkeiten der einzelnen Person, der einzelnen Seele aus der Situation rauszukommen. Was sehen wir im Augenblick um uns herum? Vor allen Dingen die Menschen in Europa, aber natürlich auch die Menschen weltweit. Wir sehen ein absolutes Chaos. Ja, wir haben gedacht, das Chaos wird weniger und man hat uns ja auch versprochen, dass zumindest die Politiker, diejenigen, die die Macht in Händen haben, möchten wir es mal so nennen, die Macht über oder besser gesagt auch die Verantwortung für das Schalten und Walten auf dieser Erde haben versprochen, es wird weniger. Aber gefühlt wird statt weniger, gibt es immer mehr Chaos, immer mehr Situationen, wo wir keinen Einfluss drauf haben, zumindest nicht direkt, wo es scheint, als hätten wir keinen Einfluss darauf und tatsächlich auch immer mehr Chaos, immer mehr Unruhe, immer mehr Unordnung. Und jetzt zum ersten Mal in den letzten 80 Jahren tatsächlich eine ganz große Auseinandersetzung. Sie wissen, ich versuche, dieses eine Wort immer zu vermeiden, weil es auch Energie in die Welt hinausbringt. Eine ganz große Auseinandersetzung mitten in Europa, kurz vor unserer Haustür. Und ja, es macht sehr, sehr vielen Menschen Angst. Ich unterhalte mich mit Menschen und tagtäglich unterhalte ich mich mit Menschen, die mir sagen, ich habe große Angst, ich habe große Sorgen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, ich kann nicht mehr schlafen. Zuerst hatten wir diese weltweite C-Geschichte. Die ist angeblich, ist sie noch nicht vorbei, aber die meisten Länder lockern ihre Bedingungen. Es ist wieder möglich, sich mit Menschen zu treffen. In einigen Ländern ist auch das Läppchen weg, in den Niederlanden zum Beispiel. Alles ist wieder relativ normal. Und ich versuche ja auch immer, so viel wie möglich schöne Bilder aus den Ländern auch zu zeigen. Damit ich zeigen kann, ja, ich möchte zeigen, dass das Leben einfach weitergeht. Und dass das Leben und auch die Erde und auch die Natur, tatsächlich auch die Natur, sich nicht darum kümmert. Sie schert sich nicht darum, was tatsächlich stattfindet. Und hier möchte ich wirklich nochmal versuchen, in diesem Video euch allen ein wenig von dieser Angst zu nehmen. Wir haben im Augenblick, und das kann keiner von uns leugnen, weltweit ganz, ganz, ganz viel negative Energie. Wo kommt die so plötzlich her? Warum ist die da? Warum triggert die so? Wir brauchen sehr, 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 sehr viel Energie, um in diese höhere Energiefrequenz reinzukommen. Unsere Seelen, jede einzelne Seele von jedem einzelnen Menschen braucht diese Energie. Und das könnt ihr auch ganz einfach physikalisch erklären. Wenn ihr keine Energie habt, dann seid ihr kraftlos, lustlos. Dann habt ihr keine Lust, was zu tun. Überlegt bei euch selbst. An dem Morgen, wo ihr ganz viel Energie habt, da seid ihr voller Power. Da wollt ihr im Garten arbeiten. Da wollt ihr das Haus aufräumen. Da wollt ihr einen Schritt weitergehen in eurer Karriere. Euch um die Kinder kümmern, Dinge organisieren. An dem Tag, an dem ich viel Energie habe, an dem Tag kann ich sehr viel erreichen. Und das spielt eigentlich keine Rolle, ob es eine positive oder eine negative Energie ist. Ich kenne Menschen, die unglaublich sich aufregen über etwas, die wahnsinnig wütend werden oder auch wahnsinnig viel Angst und aus dieser Angst heraus ganz viel Energie entwickeln. Ich kenne Menschen, die dann plötzlich aufstehen und anfangen, im Garten zu arbeiten, mal einen Ast abzusägen, mal zu gucken, die Bäume wieder in Schuss zu bringen, ja, oder mal ein Loch zu buddeln für einen neuen Baum, die wirklich dann körperlich diese Energie loswerden möchten, die sich in ihrem Kopf, in ihrer Seele auch aufgestaut hat. Überlegt mal wirklich bei euch, versucht mal, euch selbst zu beobachten. Wenn ihr keine Dinge habt, über die ihr tatsächlich nachdenken müsst, ja, keine Probleme, keine Rechnung bezahlen müsst, in dem Augenblick seid ihr beschäftigt und auch bei der Arbeit, in dem Augenblick, in denen ich eigentlich, nennen wir es mal so, frei habe, in denen mein Kopf eigentlich frei hat, in dem ich keine
Dinge zu tun habe. Ja? Beim Einkaufen muss ich mich auf die Lebensmittel konzentrieren. Wenn ich die Kinder anziehe, muss ich mich auf die Kinder konzentrieren. Wo sind die Socken nochmal? Was passt denn vielleicht zu dieser Hose? Welcher Pulli? Ich mache die Betten sogar bei der Hausarbeit. Ein Großteil der Hausarbeit muss ich mich konzentrieren. Aber in dem Augenblick, wo ich mich nicht konzentriere, wo mein Kopf eigentlich leer sein sollte und eigentlich sollten dann die Gedanken in die beste, in die schöne Richtung gehen. Das passiert nicht und gerade zur Zeit nicht. Bei ganz vielen Menschen fängt dann das sogenannte Grübeln an, ja? Dann fangen wir an zu grübeln. Oh Gott, was ist da los? Und wenn jetzt das passiert und das passiert und was könnte nicht alles passieren und was mache ich dann? Und ja, was mache ich um meine Kinder? Und vielleicht war es doch nicht so eine gute Entscheidung, Kinder zu bekommen überhaupt in dieser Welt. Und ja, wie komme ich denn hier weg und was kann ich denn tun? Und vielleicht muss ich mich vorbereiten und vielleicht muss ich noch was einkaufen. Vielleicht muss ich auch hamstern und. Ich fange an zu grübeln. Das bin nicht ich. Das ist nicht meine Seele. Das ist nicht ich. Nein, das ist die Negativität. Das ist tatsächlich, wenn man so will, das ist der Teufel. Er findet immer eine Möglichkeit. Er findet ein winzig kleines, klitzekleines Löchlein. Ich kann noch so glücklich sein, noch so zufrieden. Kennen Sie das auch? Sie sind endlich da, wo Sie hin wollten. Sie stehen an dem wunderschönen Strand. Alles ist toll. Und dann zack, da ist es. Zack, da ist der eine Gedanke, der von außen reinkommt. Zack, da ist wieder so ein Gedanke, der dann anfängt. Und wenn ich ihn zulasse, wenn ich nicht bewusst bin, wenn ich mir nicht darüber bewusst bin, was sich da gerade abspielt, wenn ich es zulasse, dann wird dieser eine kleine Gedanke innerhalb kürzester Zeit zu einem gigantisch großen Ball, der mir dann tatsächlich, wenn ich mir nicht darüber bewusst bin, den ganzen Tag versauen kann. Und nicht nur den Tag, sondern tatsächlich mir mein ganzes Leben versauen kann und mich wirklich ablenkt, tatsächlich nicht lenkt, sondern ablenkt von dem, was wichtig ist, von dem, um was ich mich wirklich zu kümmern habe, meine Aufgabe. Jeder einzelne von uns hat jetzt in dieser Zeit eine ganz große Aufgabe, nämlich ganz viel positive Energie zu verbreiten, ganz viel Gegenarbeit zu leisten und ganz viel Energie rauszuziehen aus dieser Negativität und diese Energie in Positivität umzuwandeln. Auch ich neige dazu, ich bin ja auch ein Mensch, absolut, dass ich manchmal denke oder auch sogar sage, oh, das könnte schief gehen, oh, wenn das passiert, oh, 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 oh. Ich habe mir gestern noch mal ein paar Nachrichten angehört. Nein, nicht die normalen, sondern die normalen zwischen Klammern, sondern ich höre mir natürlich auch immer gerne Hintergrundberichte an. Und da waren zwei indische Generäle, ganz, ganz hohe Tiere, wenn man so das erklären möchte. Ne? So hohe, ganz wichtige, ältere, sehr, sehr Menschen mit viel Erfahrung, Generäle mit viel Erfahrung. Und sie haben die ganze Situation eingeschätzt. Und wenn man sich das angehört hat, danach, da denkt man nur noch, oh Gott, das ist Wahnsinn. Aber es ist ihre Einschätzung, ja? Und es muss nicht so kommen, es muss auch nicht so sein. Wir haben es in der Hand, ja klar. Auf politischer Ebene haben wir absolut nicht viel einzubringen. Es sind andere, die für uns entscheiden, die die Strippen ziehen. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Bürger auf dieser Erde, der sagt, ich möchte, dass das eskaliert. Keinen. Nicht der Allerböseste. Niemand möchte das, ja? Aber die Frage ist, was kann ich tun? Ich kann nur bei mir selbst anfangen. Mit der Positivität. Ja, es gibt manchmal Menschen, die sagen, und ihr werdet sehen, es geht schief. Auch das ist die Negativität, das ist das Ego. Was mir sagen möchte, was den anderen Leuten zeigen möchte, siehst du, ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich habe das vor 2 Jahren schon gesagt und jetzt geht's schief. Ich hatte recht. Es geht nicht darum, recht zu haben. Absolut nicht. Es ist jetzt an der Zeit, wirklich sich sein eigenes Ego einmal sehr, sehr kritisch zu betrachten und dann gemeinsam mit anderen Menschen tatsächlich, seht ihr, das ist die Negativität, die jetzt anklopft und die nicht möchte, dass ich diese Positivität rüberbringe. Es ist an der Zeit, gemeinsam
mit anderen Menschen, angefangen in meiner kleinen Umgebung, in wirklich in diese positive Energie reinzugehen. Und diese Stimme, die von außen kommt, die mir alles Mögliche in den Kopf flüstert, schubst sie raus, kommt in euer Bewusstsein rein, setzt euch bewusst, nicht mit der Eskalation jetzt da in dem Gebiet auseinander. Nein, das ist Politik, das sind andere, da können wir nichts daran ändern. Wir können etwas spenden, wir können etwas Gutes tun. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, ganz viel positive Energie dorthin zu bringen. Das können wir tun, indem wir abends eine Kerze anmachen mit anderen, was ich ja schon gesagt hatte in einem Video. Geht raus um 8 Uhr und wenn es nur mit eurer Straße ist oder nur mit den Nachbarn und schickt ganz viel Energie dorthin, ganz viel positive Energie. Ihr glaubt nicht, wie das etwas ändern kann. Wir sind jetzt in der Endphase angekommen. Absolut. Davon bin ich überzeugt. Ich sehe es auch. Und es wird alles gut. Glaubt mir. Aber es ist auch an uns. Ja, wir sind dabei. Jeder Einzelne von uns. Denn wir sind ja schon in diesem Bewusstsein drin. Sonst würdet ihr gar nicht euch diese Videos anschauen.